Liebe mytischtennis.de User, wir wünschen allen ein frohes neues Jahr und freuen uns gleich in der ersten Woche des Jahres 2024 auf einige Tischtennis-Höhepunkte. International stehen die WTT Finals der Herren an, die das Jahr 2023 abschließen. Bei den Damen hatte Sun Yingsha das Jahresfinale im Dezember für sich entschieden, bei den Herren ist ebenfalls die Crème de la Crème des Sports in Doha am Start. Für Deutschland starten Dimitri Ovtcharov und Dang Chu im Einzelwettbewerb. Für die Doppelkonkurrenz hat sich das WM-Bronze-Duo Ovtcharov-Patrick Franziska qualifiziert. Das Turnier beginnt am Mittwoch gleich mit dem Achtelfinale und endet am Freitag mit der Vergabe von 40.000 US-Dollar und 1.500 Weltranglistenpunkten an den Gewinner. Aber auch national werden am Wochenende gleich die ersten großen Titel vergeben, denn dann finden traditionell die Pokalfinals der Damen und Herren statt. Während die Damen am Samstag in Berlin zunächst ein Qualifikationsturnier spielen, bevor es am Sonntag mit den besten vier weitergeht, steht bei den Herren bereits fest, wer in Neu-Ulm im Halbfinale gegeneinander antritt. Grünwettersbach fordert Titelfavorit Borussia Düsseldorf heraus, Saarbrücken trifft auf Lokalmatador Ochsenhausen. Das alles entscheidende Endspiel findet im Anschluss statt. Noch vor dem Wochenende wärmt sich der ASV Grünwettersbach in der TTBL gegen den TTC Zugbrücke Grenzau auf. Die anderen drei Halbfinalisten sind dagegen nicht im Einsatz. Dafür geben am Freitag noch Bremen gegen Bad Königshofen und Fulda gegen Bergneustadt ihren Einstand ins neue Jahr. Und schließlich gibt es auch für jene, die für alternative Tischtennis-Varianten zu haben sind, in dieser Woche noch einen Leckerbissen. In Mexiko findet der Ping-Pong World Cup statt, wo unter anderem der World Cup-Sieger des Jahres 2023 Alexander Fleming antritt. Gespielt wird in den Disziplinen Hardbat, Sandpapier und Holz. Zu gewinnen gibt es insgesamt 36.000 US-Dollar. Eine sportliche Woche wünscht das mytischtennis.de-Team.